Spendenbereitschaft zur Unterstützung des ehrgeizigen Spielprojekts Star Citizen ist nach wie vor hoch. Gerade mal eine Woche ist es her, dass die Entwickler den Meilenstein von 120 Millionen Dollar erreichten. Inzwischen ist das Kapital um weitere 2,3 Millionen Dollar gewachsen. Insgesamt mehr als 1,5 Millionen Backer nehmen am großen Weltraumtraum von Chris Roberts teil. Einen kleinen Einblick ins Projekt bietet das spielbare Alpha-Modul, das jüngst auf die Version 2.5 gepatcht wurde. Für die Spieler am interessantesten dürfte die neue Raumstation Grimhex sein, die als Piratenbasis dient. Scanning. Wer die Basis auf eigene Faust aufspüren möchte, springt mit seinem Raumschiff zunächst zum Mond Jela. Von dort aus navigiert ihr in den Asteroidengürtel hinein. Haltet dort Ausschau nach diesem auffälligen Felsverbund, den ihr anhand von Metallstreben und Antennen erkennen könnt. Dort befindet sich auch die versteckte Raumstation. Aber aufgepasst, bei der Suche nach Grimhex müsst ihr euch mitunter gegen fiese Piraten zur Wehr setzen, die sich im Asteroidengürtel verstecken und Jagd auf euch machen. Sobald die Gefahr gebannt ist, sucht ihr euch eine Plattform aus, um auf der Basis automatisch oder manuell zu landen. Landing complete. Die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Asteroidenhaufen zu mühsam ist, kann es sich auch einfacher machen. Wählt dazu einfach eine beliebige Kommunikationsanlage im Crusader-System als Reiseziel aus und fliegt dorthin. Scanning. Scanning. This area is not safe. Please keep moving. Dort angekommen, steigt ihr aus eurem Raumschiff aus und schwebt ins Innere der Anlage. Sucht nach dem Terminal und deaktiviert den Sender. Falls er schon abgeschaltet sein sollte, müsst ihr ihn zunächst ein- und danach wieder ausschalten. Solange der Sender nun deaktiviert ist, lässt sich Grimhex als fester Navigationspunkt auswählen. Richtet euer Schiff auf die Station aus und aktiviert den Quantumsprung. Scanning. Scanning. Bogey. Bogey. Shields full. Nach der erfolgreichen Landung auf Grimhex schauen wir uns in aller Ruhe in der Basis um.
Die Station besticht vor allem durch ihre düstere Inszenierung und der fantastischen Beleuchtung. Im Inneren der Anlage befinden sich unter anderem auch zwei Shops. Im ersten Laden könnt ihr euch mit allerlei Waffen ausrüsten. Außerdem sind dort drei Rüstungen im Angebot. Der zweite Laden bietet passende Space-Piraten-Klamotten an. Gezahlt wird mit Ingame-Währung, die ihr euch durch die Missionen verdienen könnt, die es in der Alpha-Version gibt. Der Umgangston der Spieler fällt in der Piratenstation mitunter rau aus. So trifft man schon mal auf Gesellen, die sich einen Spaß daraus machen, Spielerschiffe in die Luft zu jagen. Auch Shooter-Gefechte stehen hier auf der Tagesordnung. Grimhex ist eben ein Ort für Outlaws und Schurken. Auch wenn noch längst nicht absehbar ist, wann Star Citizen seinen Release-Status erreichen wird, hat der Ausflug in die aktuelle Alpha-Version unseren Appetit auf mehr geweckt.